Africa Twin 2020, diesmal in der Ausführung Adventure Abenteuer. Ja, ganz tolles Motorrad, sehr, sehr bekannt. Ein Motorrad, was, ich sag mal, so kultig ist wie die Marke Honda selber. Hier ist Thomas Reiter, grüß dich herzlich. Ja, hallo. Ja, 2020, ihr habt drauf gewartet, ein ganz wichtiges Motorrad für euch. Du hast gesagt, ich fahre sie nicht mehr. Man muss der Typ dafür sein, oder? Ja, gut, mir wäre sie jetzt zu schwer. Man muss schon ein bisschen der Typ dafür sein. Ich bin auch nicht so erfahren im Motorradfahren, aber das ist schon ein absolutes Kultmotorrad und für uns ein ganz, ganz wichtiges Motorrad. Ist jetzt hier ganz neu die Adventure Sport in der 220er Version mit allen möglichen Highlights. Hier haben wir die absolute Vollausstattung mit Koffer, mit Bügel, mit allem drum und dran, Doppelkupplungsgetriebe. Das Motorrad ist schon der Hammer. Ja, es ist schwer, aber durch den tiefen Schwerpunkt, den man hat, ist sie immer noch sehr, sehr leicht zu handeln. Das heißt also anders wie, ich sag mal, Motorräder, die noch einen höheren Schwerpunkt haben, das gibt es nämlich. Ja klar, ich meine, vom Handling her ist die top, die ist auch sehr schmal gehalten, also wenn gefahren habe ich sie auch schon. Wenn das Ding fährt, ist absolut der Hammer. Vom Fahren her ist sie leichtfüßig, Handling her ist absolut top. Also das ist schon toll gemacht von Honda, das haben sie super hinbekommen. Ja, Speichenfelgen, das ist nicht nur Retro-Look, sondern die halten auch was aus. Ja, also sind sie stabil und sieht halt eben auch jetzt in Verbindung mit diesen goldfarbenen Felgen von der ganzen Kombination mit dem Motorrad, sieht das auch richtig, richtig schick aus. Ja, das ist die Silhouette, wie man sie sieht. Hier ist Ernst Persch bei uns. Ich zeige dich mal ganz kurz. Ja, hallo Sven. Hallo, grüß dich. Ja, das ist ein Motorrad, wo viele Fans 2020 schon drauf gewartet haben. Jetzt ist sie da. Schon ein bisschen länger, muss man sagen. Ich glaube, wir haben sie ausgepackt, oder? Ja, ja, gut. Die hier haben wir jetzt zur Jahreswende schon da gehabt, aber das Zubehör kam was später. Also jetzt haben wir sie erstmals mit der kompletten Ausstattung da stehen. Ja, da ist einiges an Zubehör verbaut. Das sieht man so auf den ersten Blick nicht. Aber so, wenn man so darauf eingeht, das fängt an von diesen unglaublich endscharfen Koffern, die da hinten drauf sind, die so aussehen, als kämen sie gerade von einer Raumfahrtmission. Also die ist wirklich, das ist absolut puristisch, oder? Ja, das ist ein Koffer im Expeditionsteil, das ist Aluminium, sehr stabil, also wenn der Motor mal umfällt, die Koffer überlebt hat. Es ist ein robuster Träger als Untergrund. Stahl, Edelstahl? Edelstahl, auch ja. Gut für die Stabilität, man sieht die Verstrebungen hier. Das ist guck mal, wie riesig die hinten aussieht. Es sieht aus, du könntest theoretisch dort auch irgendwelche Würstchen rausgeben, ja, mit, keine Ahnung. Nee, ist ein Riesenteil, also, aber es ist leicht, es ist Alu. Ist Aluminium und es ist halt zweckmäßig für große Tour. Wie gesagt, auch mal, wenn man eine Wüstentour machen will, ist ein Aluminiumkoffer eigentlich gut geeignet, auch Motorrad mal aufzubocken, da kann man sehr viel mitmachen. Ja, denn auch wenn sie mal fällt, das heißt also der Schutz ist dann gegeben durch die Koffer, ist das so eine Art Rahmenschutz quasi? Die Koffer hinten und vorne gibt es auch noch Schutzsysteme an der Verkleidung und am Motor vorne. Wenn ich das denn will. Ja, für wen ist denn so ein Motorrad? Ist das für Leute, die permanent nach Dakar in die Wüste fahren? Das ist für Leute, die den Drang nach Adventure haben, die also gerne mal was erleben wollen. Und man kann auch hier in den Alpen rumfahren, da gibt es auch Strecken mit losem Untergrund, sodass man das bisschen Abenteuerfeeling doch auch in Europa schon erhalten kann, muss nicht unbedingt nach Afrika. Ja, also eine Kette? Hat eine Kette. Eine Kette ist der direkteste Antrieb eigentlich. Es gibt mittlerweile gibt es auch automatische Schmiersysteme, wenn jemand Angst davor hat. Aber die Kette ist vom Antrieb her, wie gesagt, spricht am direktesten an. Und sie ist sehr leicht, muss man sagen. Sie wiegt nicht so viel. Ist sehr leicht. Und wenn man unterwegs mal eine Panne hätte irgendwie, kann man die auch tauschen. Beim Kardan ist das nicht so einfach möglich. Ja, ABS ist natürlich sehr mäßig, aber sie hat ein Doppelkupplungsgetriebe mit drin. Deswegen fehlt auch hier vorne, da ist noch ein Hebel. Aber ich muss nicht schalten, wenn ich will. Das ist eine Feststellbremse. Für eine Kupplung wäre das ein bisschen zu weit weg. Ja, eine Feststellbremse. Das heißt? Zeig das mal kurz. Hier kann man das Fahrzeug fixieren. Weil man kann ja nicht in dem Sinne einen Gang einlegen, damit es nicht wegrollt, sondern fixiert das Ganze hier mit der Feststellbremse. Und die hat ein Doppelkupplungsgetriebe mit drin? Die hat ein Doppelkupplungsgetriebe, gibt es allerdings auch konventionell mit normaler Schaltung. Ja, ziemlich cool. Deine Empfehlung? Geschmackssache. Also Doppelkupplung fährt sich am einfachsten, muss man sagen. Ja, wenn du mal so lieb bist, mal anmachst, mach mal an. Wie cool. Feststellbremse raus, großes Display mit drin, Sonnenschutz drüber. Wow, ein OLED oder was ist das? Bitte? Ist das ein LCD OLED? Das ist ein LCD, ja. LCD-Display. Aber unglaublich hell, hat wahrscheinlich mehrere... Oh, es ist hell, ja. Es muss auch hell sein. Ja, ist also sehr gut ablesbar, egal welche Witterungsumstände man hat.
Touch, geht das mit dem Handschuh? Das geht auch mit dem Handschuh, das hier. Das ist extra so gemacht. Hm? So, da ist natürlich angelegt für mehrere Benutzer. Ich kann unglaublich viel spielen, aber bei Honda ist alles nicht so ganz verspielt, muss man sagen. Also es ist, ich sag mal, zweckmäßig. Also Honda liebt, dass es funktioniert, oder? Genau, man hat doch trotzdem hier wesentlich viel, also sehr viele Möglichkeiten, auch verschiedene Fahrprogramme. Und, aber das ist schon sehr, sehr weitreichend. Also da muss man sich schon ein bisschen mit beschäftigen. Ja, ich habe hier vorne, habe ich Automatik, oder? Ja, Automatik, also Doppelkupplungsgetriebe. Ja, er schaltet automatisch, wenn ich das will. Wenn man will, schaltet automatisch. Oder halt eben, ich kann es auch manuell schalten. Also das ist beides möglich. Wie funktioniert das manuelle Schalten? Das manuelle Schalten, das wird beides hier drüber gesteuert. Hier haben wir die Einheit. Moment, ich muss gerade ein bisschen rüber. Ich sehe das hier von hier aus nicht so. So, ja. Hier haben wir das manuelle. Und hier ist die Automatik. Und hier gehen wir zurück in den Leerlauf. Habe ich auch einen Rückwärtsgang? Rückwärtsgang noch nicht. Wie gesagt, nur der Goldwing, die hat sowas. Hier auf der linken Seite sieht so aus wie der Handgriff von meiner PlayStation. Also kann ich unglaublich viel mitmachen. Wie lange brauche ich denn, bis ich das alles kann? Ja, so ein Stündchen sollte man schon investieren, aber davor hat man auch eine gute Möglichkeit, das Display hier von hier aus schon zu steuern. Oder wie gesagt, auch mit dem Handschuh geht auch, ne? Genau, wenn du es mal kurz steuerst, sag mal so lieb. Das ist mal cool, ich habe ein Puschelmikrofon. hier kann man zum Beispiel dann den Tourmodus, dann gibt es verschiedene Einstellungen hier unten. Hier haben wir T, ist Traktionskontrolle. Mhm. Und je bunter das hinterlegt ist, umso höher ist das Ganze. Engine Brake, das ist die Motorbremse. Und hier ist die Power. Ne? Power heißt was? Power ist, wie der Gas, wie die Gas, wie das Gas einsetzt halt. Ne? Echt? Das kommt, kann ich einstellen. Ein bisschen Verzögerung kommt, genau. Ja. Okay, das ist natürlich ganz hier gut. Weitergehen, hier haben wir ein Stadtprogramm, da sieht man, hat sich das Ganze wieder geändert. Wir haben hier sehr hohe Traktionskontrolle, auch eine hohe Motorbremse und auch etwas mehr Power dann. Ne? Hier haben wir auf Schotter. Ne? Dann fährt er alles. Power pur. Power pur sozusagen. Und hier haben wir ein Offroad-Programm. Und das kann man alles auch selber noch ein bisschen beeinflussen, wenn man das will. Übrigens, wenn hier haben wir Benutzerprogramme, ich muss, man frei definieren kann. Ich muss gerade noch was sagen, es flimmert hier ein bisschen im Display. Also im Original flimmert hier gar nichts. Das liegt an meiner Kamera, muss man dazu sagen. Also wenn jetzt irgendjemand hier das Flimmern sieht und sagt, es flimmert ja, nee, es liegt an meiner Kamera. Ich habe Schaltwippen. An dem Motorrad? Schaltwippen habe ich hier, wo ich dann selber schalten kann. Ja. Und zwar haben wir hier das Plus und auf der gegenüberliegenden Seite ist das Minus. Ich zeige mal gerade das Plus. Das heißt, ich kann also dann mit einer Hand, in dem Fall der linken Hand, kann ich einfach rauf und runter schalten, muss überhaupt nichts bewegen, wenn ich will. Ich habe auch unten gar keinen Schalthebel mehr, oder? Genau, das gibt es als Zubehör, wenn jemand gerne mit den Füßen schaltet. Allerdings ist das ein elektronischer Schalthebel. Okay, das wäre das Gleiche quasi, wenn ich jetzt mit den Füßen schalte. Ich muss nicht mit der Hand schalten. Nee, wenn man das als Zubehör montiert hat, geht das genauso gut. Cool, echt? Ja, geht. Ganz cool. Ja, denn es gibt ja auch Leute, die sagen, will ich nicht. Ja, ihr habt hier was ganz Neues verbaut. Das ist jetzt bei vielen Motorrädern Standard. Die Blinker bleiben jetzt immer an, vorne. Ja, haben wir wieder Positionsleuchten, die immer an sind und durch Blinken halt ein bisschen heller werden und sich ausschalten. Wenn du mal so lieb bist, das einmal machst. Das ist neu. Das war vorher nicht erlaubt, oder? Nee, das war vorher nicht erlaubt. Das hier ist so ein bisschen wie in Amerika. Halt eben, aber man wird halt eben noch besser gesehen als wie nur mit dem Licht und das funktioniert wunderbar und cool. Sieht noch cool aus. Ja, es sind jetzt einige Lampen hier verbaut, komm mal zu mir, denn die Batterie ist auch richtig groß, da brauchen wir jetzt keine Angst zu haben, dass es sofort leer ist, oder? Ja, hier haben wir eine starke Lithium-Ionen-Batterien schon verbaut, die ja vom Gewicht her, also leichtes Gewicht hat, aber entsprechend eine große Leistung halt. Und ich kann 100% entnehmen, das ist ja bei den normalen Bleigel-Batterien 50%, dann geht die Spannung runter und hier habe ich richtig Power in der Batterie. Jo, Lithium, das wird die Zukunft sein, sind noch relativ teuer, deswegen ist das nur bei Top-Modellen drin und bei kleineren noch nicht. Ja, da ist auch so, dass es während dem Starten, Zünden, wenn sie kalt ist, die ist total unbeeindruckt. Ja, da bricht keine Spannung zusammen, die hält. Ja, die hat eine Stufe hohe Startamperezahl und ja, ansprechend ist kein Thema mehr, selbst bei kalten Temperaturen. Ja, sie geht los bei roundabout 14.000, 15.000 Euro. Die hier kostet jetzt knapp 25.000. Das geht, wenn man das will, aber ihr wollt ja auch schon mal das Machbare hier zeigen, oder? Ja, klar. Wir wollen hier dem Kunde zeigen, was es alles gibt, was er alles machen kann. Wie meistens oder bei vielen Dingen im Leben sind oben kaum Grenzen gesetzt. Und das ist halt eine sehr, sehr breite Spanne. Aber hier haben wir wirklich fast das komplette Zubehör, was es gibt, dran. Von den hochwertigen Koffern über den Bügel, die Lampen. Die Bügel sind stark. Vorne, das gefällt mir gut. Motor ist unten dabei, der Motorunterfahrschutz als Sonderzubehör dabei.
Das ist alles Sonderzubehör? Das ist Zubehör, ja, ja. Das sieht aber aus wie, also das kommt direkt von Honda? Das kommt alles direkt von Honda. Wir verwenden hier nur Originalzubehör, ist alles von Honda. Und dementsprechend ist das alles sehr passgenau und extremst hochwertig. Das bedeutet also auch hier das Edelstahlschweißen, was hier dabei ist. Das sind perfekte Schweißnähte. Das ist alles zugelassen. Ich bekomme eine ABE für alles, oder? Ja, ist mit ABE, ist also alles zulässig. Also wir verbauen hier nur original Honda-Zubehör, was Honda freigegeben hat. Das ist auch alles dann mit E-Prüfzeichen, also alles legal, also alles ordnungsgemäß. So, kommen wir mal auf den Motor zu sprechen. Der 2020er, ein Dual-Clutch, also ein Doppelkupplungsgetriebe, ist hier mit eingebaut. Wann fing das Ganze denn an mit Doppelkupplung? Ungefähr. Lieber Ernst. Ja, da sind wir schon eine Zeit lang bei. Das erste Modell war die VFR 1200F und die gibt es schon seit das ist schon eine Zeit lang her, 2012. Bestimmt 8, 9 Jahre. Ja. 8, 9 Jahre, da fing das an. Ja, da war da bestimmt, am Anfang haben die Leute ein bisschen gerümpft mit der Nase, oder? Ja, war auch für uns gewöhnungsbedürftig, weil so fahren mit niedriger Drehzahl, also mal so Kurven fahren mit geringer Geschwindigkeit. Das war am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber irgendwann hat man es draus und funktioniert sehr gut. Die Fahrzeuge, es gibt uralte Africa Twin, die haben noch richtig viel Wert. Also die kriegt man nicht geschenkt, oder? Die halten. Ja gut, Africa Twin ist ein Kultmotorrad. Es war ein Motorrad, wo Honda damals schon bei der Paris-Dakar eingesetzt hat. Und die haben einen definitiven Kultstatus. Das sind mehr oder weniger schon fast, oder sind eigentlich Oldtimer. Dementsprechend würden die je nach Zustand sehr, sehr hoch gehandelt. Ja, vorne sieht man das Federbein, auch kein kleines. Das ist, ja, also es macht einen unglaublich stabilen Eindruck. Als kommt man gleich rein. Ja, lieber Ernst, du darfst mal draufsetzen. Ich will mal sehen, wie er die Figur macht. Er ist 1,80 Meter groß, hat extrem lange Beine, sagt seine Frau. Und kein Thema, oder? Nee, der passt schon. So, wie ist denn das Leergewicht von dem Fahrzeug jetzt mit allen Zubehörteilen? Ha, jetzt habe ich dich. Mit allem Zubehör, das ist schon stramm. Ich denke mal, mit Doppelkupplung und dem ganzen Zubehör sind wir schon bei 260 Kilo. Das geht aber noch, wenn ich das so mit einer Goldwing vergleiche. Goldwing ist was schwerer, das stimmt. Ja. Und ist Handling jetzt im Moment, ist das, wenn du mal so leicht zur Seite gehst, ist das gut zu beherrschen? Ja, das ist also... Das ist kein Problem. Ist machbar. Ja. Weil ich denke nur dran, ich hatte mal eine K1200 LT, die hat knapp 400 Kilo gewogen, die hat auch noch einen höheren Schwerpunkt, muss man dazu sagen. Und ja, auf einmal konnte ich sie mit meiner Tochter nicht mehr halten. Da bin ich dann hingefallen, weil sie einfach 400 Kilo ist doch viel. Wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, dann ist es ein Problem. Nee, dann geht das nicht mehr. Nee. Aber hier habe ich auch keine Gefahr. Wenn sie fällt, dann fällt sie jetzt auf die Koffer. Und ich habe für die Koffer nochmal einen Schutzbügel, wenn ich das will. Das geht auch? Nee? Nee, nicht von Honda. Vielleicht gibt es okay. Das Zubehör. Zubehör noch, genau, wo man vielleicht noch einen Reservekanister dranhängt. Ja. Okay, das heißt, wenn ich ihn noch brachialer, wüstenmäßig haben möchte, da geht noch mehr. Also es gibt ja auch viele, die kaufen die wegen der Optik, oder? Mit Sicherheit gibt es da noch mehr, ja. So, jetzt zeige ich mal ganz kurz. Also das wäre dann Ihre Fahrerposition. Aufrechtes Fahren, man fährt fast wie im Auto, oder? Nee. Nee, ist immer noch Motorradfahren. Das Feeling ist noch da. Ich meine die Sitzposition. Wenn man schon mal in Transalp gefahren ist, ist das sehr vergleichbar. Okay, eine Transalp, ja. Ja, vom Handling her. Ja, richtig toll. Ich bin ganz begeistert. Macht auch wirklich was her. Und ja, es gibt so richtige Fans. Es gibt wahrscheinlich auch Clubs mit Africa Twin mittlerweile, oder? Ja, da gibt es so Fangemeinde, Fahrgemeinschaften, die zusammen Touren übernehmen. Unternehmen und ja, gibt es eigentlich jeden Modell, aber Africa Twin ist schon Kult, wie unser Chef schon gesagt hat. Ne? Ja, wenn ich jetzt auf eine Ausfahrt gehe und habe jetzt ein Sportmotorrad, darf ich da mit der Africa Twin mitfahren? Jo, mit Sicherheit. Nee, klar, sicher, warum nicht? Okay, super. Da ist sie. Ja, Modelljahr 2020, 1100 Kubik und alles an Extras, was es irgendwie nur gibt. Und hier sieht man also auch die Bremsanlage entsprechend natürlich unglaublich stark ausgelegt. Was mich am meisten fasziniert, ist ja das Doppelkupplungsgetriebe. Das muss ich ja echt mal sagen. Also das muss man ausprobiert haben, oder? Das müssen wir probiert haben. Das ist eine ganz tolle Fahrerei. Man hat schon viele davon überzeugt, die am Anfang sehr skeptisch waren. Man muss es ja vergleichen wie mit der Tiptronic im Sportwagenbereich. Und dann jetzt in Verbindung mit der Traktionskontrolle, die das Motorrad hat und diesen ganzen Programmiermodi, die man haben tut, für verschiedene Programme zu nutzen, wo man sich selbst einstellen kann, das ist schon der Hammer. Ist ein Radio möglich hier?
da kann man, Radio kann man hier anschließen, das geht. Das geht. Das meiste geht ja mittlerweile über Bluetooth-Kopfhörer, muss man sagen. Da gibt es ganz hochwertige Systeme, auch zur Kommunikation untereinander. Die bietet ihr auch an auf Wunsch? Ja, auf Wunsch können wir das alles machen, Bluetooth halt so auch, aber man kann auch hier sein Handy koppeln, also da haben die Möglichkeit halt eben über Apple CarPlay zum Beispiel, kann man hier auch noch nutzen. Echt? Ja, ist alles dabei. Apple CarPlay? Ja, der hat einen USB-Ausgang, der ist hier hinter der Abdeckung, die ist also spritzgeschützt, wo ich die abmache kann. Und da kommt ein USB raus. Hier hinten dran ist ein USB-Stecker. Und wenn ich mir dann hier noch oben drauf noch eine Halterung mache oder mache mal eben einen Tankrucksack oder so eine kleine Tasche, da kann ich mein Handy geschützt reinmachen. Gibt es auch für das Motorrad Original von Honda. Und dann kann ich ja mit meinem Handy kann ich auch dann dementsprechend navigieren und so weiter. Also unendliche Möglichkeiten. Ja, ohne jetzt zu zählen, wie viele Zylinder hat sie denn? Zwei. Wie ist denn die Laufruhe bei zwei Zylindern? Mit Ausgleichswelle kein Thema. Das fährt eigentlich alles sehr gut, auch im großen Drehzahlband. Und was ich noch kurz noch gucken können, ich habe mal hier den Wartungsmodus eingeschaltet. Das ist eigentlich für Mechaniker. Die Adventure, die hat ein Kurvenlicht. Ein Kurvenlicht? Ja, und da wir hier drin keine Kurve fahren können, würde ich das über das Display mal einschalten. Zeig mal, warte. Wartungsmodus. Ist nämlich hier vorne ist das Kurvenlicht. Ja. Du hast mal gerade nach links, hast du. Ja, ist natürlich so kleine Extras, weil die Verkleidung ja feststeht. Das heißt, die lenkt nicht mit. Und da hat es ein Kurvenlicht. Das ist ganz praktisch, oder? Genau, der Seitenrand wird mit ausgeleuchtet und das ist sehr gut, wie beim Auto. Ne? Stark. Ja, für zwei Personen. Die Africa Twin 2020. Ich wollte eben noch was sagen. Ich muss mir gerade überlegen, ob ich da noch drauf komme, so zur Abmoderation. Aber hier ist jetzt wirklich alles, die ist voll quasi. Ja klar, bis auf ein paar Details, die man noch machen kann. Aber ansonsten ist die hier eigentlich wirklich voll ausgestattet. Also die lässt keine Wünsche offen. Für jeden ist irgendwas dabei. Dann habe ich jetzt erstmal keine Fragen mehr. Ja, es gibt auch hier die 50-50-Finanzierung? Ja, die 50-50-Finanzierung zählt für alle Modelle bei uns. Das heißt, auch hier kann ich die Hälfte anzahlen. Die andere Hälfte dann in 2 Jahren. Kann man zinsfrei? Zinsfrei über 24 Monate. Dann kann ich für 2 Jahren kann ich die entweder in Zahlung geben auf eine neue oder ich kann sie weiter finanzieren, bin ich vollkommen offen. Ich muss nicht im Moment gleich so viel Geld in die Hand holen. Ich kann auch eine Africa Twin, kann ich auch als Anzahlung eine gebrauchte Entzahlung geben. Ein Teil Baranzahlung. Also sind wir vollkommen offen für so Finanzierung, das ist gar kein Thema. Ich weiß, was ich wollte. Ich weiß, was ich wollte, Ernst. Erzähl. Anmachen. Warte mal kurz, ich muss gerade mal hier dran gehen. Bist du weit? Ja. Wow. Gut, jetzt habe ich. Abgesehen davon, dass sie gut klingt, habe ich mal kurz einen Teil der Abgase ins Gesicht bekommen, weil es nicht schlimm. Sie klingt gut. Ja, sie klingt sehr gut, obwohl das hier schon Euro 5 ist. Also am Sound ist da nicht viel passiert. Hört sich sehr gut an, finde ich auch. Der Sound ist ja auch allentscheidend. Ja, hat sich ja viel getan in letzter Zeit beim Sound, aber so richtig lauter werden dürfen sie, wenn sie fahren. Also das glaube ich im Stand, ich glaube, da müssen sie relativ leise sein mittlerweile. Ja, im Stand ist halt ja alles vorgeschrieben, da müssen sie schon eher ruhig sein werden. Im Fahren hört sich halt immer alles ganz anders an. Aber hier, ich denke von den Geräuschen her, so macht das schon Spaß, das hat man jetzt schon gehört. Ja, da ist sie, die 2020er Africa Twin. Wenn Sie Lust haben, gehen Sie zur Firma Reiter. Seid einer der ganz Großen, muss man sagen, im Thema Honda. Ihr habt also im Sommer an die 100 neue Motorräder hier, also querbeet gemischt. Und euch gibt es gleich zweimal. Ja, uns gibt es zweimal im Saarland. Wir haben einmal hier in Saarbrücken für die Saarbrücker Kante abzudecken. Und dann noch in Rehlingen-Siersburg bei Saarlouis. Da haben wir den weiteren Betrieb. Überall sind die Motorräder vorrätig. Wir haben viele Africa-Tune auf Lager, auch für Probefahrten. Dort sollte man allerdings vorher anrufen, um Termine zu vereinbaren. Aber wir sind in der Beziehung für die Saison sehr gut bestückt. Ja, und ihr könnt auch alles an Wunschzubehör könnt ihr dann verbauen. Das ist also hier beispielsweise mal montiert, aber nicht zu lange warten. So, die Farben, die erinnern mich schon ein bisschen an BMW, jetzt mit dem Blau und dem Weiß. Nee, das hier ist eigentlich die Farbe von Honda. Das Zufall. Ist also, das ist nicht Zufall, das ist die HWC-Farbe. Auch die Farbe in der Art war auch damals die erste Africa Twin auf der Dakar unterwegs. Das ist schon cool. Das ist also eigentlich eine Sache. Zur Ehrenrettung. Zur Ehrenrettung ist eine Sache von Honda. So, jetzt habt ihr es gewusst.
Also blau-weiß ist nicht BMW, es ist Honda. Ja, schön. Obwohl BMW ja auch tolle Motorräder baut, muss man dazu sagen. Aber wir machen ja heute mal ein bisschen Werbung für die Afrika Twin. Ja, auch du. Wie ist das denn mit den Leuten, die hier reinkommen? Sind das oft Leute, die schon etwas länger kein Motorrad mehr gefahren sind und jetzt sagen, jetzt will ich es nochmal wissen? Wir haben viele Umsteiger, die alte Afrika Twin haben, die sogar noch behalten, gar nicht in Zahlung geben. Markenwechsler, die von anderen Marken kommen. Das soll es gehen. Speziell für das Motorrad. Und Einsteiger eher weniger. Das sind schon also eher Leute, die schon fahren können. Eher die schon ein bisschen fahren können, ein bisschen Übung haben und sich sogar zutrauen, ja. Und die jetzt so kommen von so einer entsprechenden GS650 Gummikuh oder so irgendwas, ja, die gibt's auch? Oder? Das gibt's auch und sind bei uns natürlich herzlich willkommen. Okay, so ist es. Also noch ein bisschen weiter raus, aber jetzt mit den Koffern kann man auch da aufsetzen, ja. Ja, vielen Dank, Afrika Twin 2020. An alle BMW-Fahrer, ihr seid natürlich auch ganz wichtig und auch ganz toll, ja, muss man dazu sagen. Hier ist sie auf jeden Fall von Honda. Die Garantie noch ganz kurz? Garantie ist 2 Jahre, aber wie gesagt, Honda ist ja für die Zuverlässigkeit bekannt. An die Dinger kommt eh nichts dran, also da muss man sich keinen Kopf mehr machen. Naja gut, fast nichts dran, sagen wir es mal so. Wenn man was dran kommt, da gibt es auch entsprechende Kulanz, oder? Ja gut, das muss man halt eben sehen, aber sagen wir, solange man regelmäßig die Inspektionen und die ganzen Wartungssachen einhält und die Motorräder pflegig behandelt, da hat man viel Spaß. Ist wirklich so. Also die gehen da hat so gut Spaß damit. Ja. Ja. Die gehen nicht viel kaputt. Die gehen nicht viel kaputt. So, Dankeschön. Vielen Dank, Ernst. MR74 Saarbrücken, vielleicht fahren Sie ja demnächst mal Probe. Tschüss.